Seid gegrüßt, wir wollen heute über die Defizitregeln aus dem Maastrichter Vertrag reden. Ländern ist es innerhalb der Europäischen Währungsunion erlaubt, maximal 3% des Bruttoinlandsproduktes jährlich an Schulden zu machen. Insgesamt darf der Schuldenstand 60% des Bruttoinlandsproduktes nicht übersteigen. MMT mit Jan wird euch jetzt erzählen, ja, wie genau diese Regeln zustande gekommen sind und was man sich dabei ökonomisch gedacht oder halt nicht gedacht hat. Ja, Schuldenregeln ist für mich als MMT-Vertreter natürlich immer eins meiner leidigsten Themen. Und genauso leidig sind auch diese Regeln entstanden. Wahrscheinlich denkt man erstmal intuitiv, jo, die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben, die werden da Modelle gebaut haben. Also vielleicht erstmal zu der 3%-Grenze. Die 3%-Schuldengrenze ist 1981 entstanden. 1981 hat der französische Präsident einem seiner Mitarbeiter beim Finanzministerium gesagt, jo, hau mal eine interessant klingende Fiskalregel raus und du hast eine halbe Stunde dafür Zeit. Der hat dann irgendwas auf dem Briefumschlag gekritzelt. Ja, Neuverschuldung, 3% des Bruttoinlandsprodukts, hat sich da irgendwie an den Zahlen orientiert, die zu dem Zeitpunkt geherrscht haben und hat sich so gedacht, jo, das wird nicht lange Bestand haben, aber klingt erstmal ganz gut. Und der Briefumschlag hat also eine wichtige Verwendung gefunden. Und irgendwie hat es dann diese Fiskalregel, die auch in Frankreich also überhaupt gar nicht funktioniert hat. In den 80er Jahren ist die Arbeitslosigkeit konstant angestiegen. Hat es dann irgendwie geschafft, bis 1990 durchzuhalten, bis zum Maastricht-Treffen 1990. Und ja, da wusste man dann keine bessere Regel, hat dann einfach diese zufällig ausgedachte Zahl in die Zukunft projiziert und hat sich dann dafür entschieden, diese geratene Defizitgrenze mit zu übernehmen. Also basiert auf überhaupt keinem ökonomischen Modell, steckt keine Annahme hinter, sondern wurde halt einfach geraten. Und genauso geraten wurde dann auch die 60%-Grenze. Da hat man sich angeschaut, ja, wie hoch sind ungefähr die Schuldenstände, so im Durchschnitt der Euro-Länder, der zukünftigen Euro-Länder, und hat dann diese 60% halt ebenfalls geraten. Weil was schon von vornherein klar ist, ohne überhaupt über irgendetwas zu sprechen, ist natürlich, man kann nicht einfach die Gegenwart in die Zukunft prognostizieren und sagen, alles wird gleich bleiben bei einer dynamischen Wirtschaft. Genau das hat man da getan. Und das Witzige ist ja sogar, weil man sozusagen so Durchschnitt genommen hat, diese 60%, nicht mal damals haben alle Länder die Kriterien erfüllt. Also die Neuverschuldung von Italien 1990, die lag beispielsweise irgendwie bei 10%. Und natürlich hatte auch nicht jedes Land eine Schuldenquote von 60% zum Bruttoinlandsprodukt. Also es wurde einfach alles nur geraten. Es war ein langweiliger politischer Prozess, in dem halt immer wieder Regeln genannt wurden und verworfen wurden und indem man dann, weil man es nicht besser wusste, irgendwas halt geraten hat. Ja, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, dass diese Zahlen relativ willkürlich festgelegt wurden. Man hat, ja, das ist ja Willkür, was da passiert ist. Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, es ist halt Willkür. Politisch gesehen war es halt so, man hatte so einen gewissen Anker, man hatte keine Ahnung, also hat man das Ganze genommen. Und man wollte halt nicht, dass Deutschland sich mit seiner Regelung durchsetzt. Deutschland wollte die goldene Regel, bedeutet Neuverschuldung bei 0% plus, was gestattet ist, halt Investitionen in Infrastruktur. Und man wollte halt Deutschland nicht unbedingt recht geben politisch. Also hat man dann mehr oder weniger Frankreich mit der geratenen Regel recht gegeben. Also es ist einfach politisch und Willkür, also ein bisschen von beidem. Ja, und diese Maastricht-Regel, die hatte ja dann auch ganz reale Konsequenzen. Denn bestimmte Länder, wie beispielsweise Italien, die versuchten ja, also sie haben die 60%-Grenze natürlich nicht erreicht, aber Italien versuchte ja durch eine Sparpolitik dann seinen Schuldenstand zu senken und halt entgegen dieser 60%-Grenze zu streben. Aber das hat es, wie gesagt, nie erreicht. Aber Italien hat durchgängig Primärüberschüsse erzielt und die Wirtschaft dort ist in den ersten 10 Jahren der Eurozone extrem langsam gewachsen. Und dieses Wachstum, das ist, ja, in den nächsten 10 Jahren ist sie geschrumpft. Und jetzt ist die Wirtschaft von Italien ungefähr so groß wie zum Zeitpunkt des Euro-Eintritts. Das bedeutet, die Wirtschaft in einem relativ großen Industrieland ist über 20 Jahre hinweg nicht gewachsen. Und das kann man zu einem Großteil auf diese Austeritätspolitik zurückführen. Das bedeutet, diese Schuldenregeln hatten dann ganz reale Konsequenzen, wie man am Beispiel von Italien sieht.
Ja, genau. Also man hat es vorher schon gesehen anhand von Frankreich, dass es halt nicht funktioniert. Die Wirtschaft dümpelt vor sich hin, wenn man halt sich an die neoliberale Sparpolitik hält. Und wir haben es jetzt im Euroraum auch gesehen anhand von vielen Ländern, dass es halt einfach nicht funktioniert. Die Idee dahinter ist ein absurdes Modelldenken. Das heißt Ricardo-Äquivalent. Das bedeutet, man geht irgendwie davon aus, dass Sparpolitik gut ist, weil die Leute dann denken, dass sie in Zukunft weniger Steuern bezahlen müssen, entsprechend in der Krise mehr Geld ausgeben. Natürlich Unternehmen geben nicht in der Krise mehr Geld aus, weil sie denken, dass sie irgendwann mal Steuern sparen können, weil der Staat Geld spart, sondern das ist natürlich einfach ein absurdes Modelldenken. Klar ist, ein Staat muss die Wirtschaft ankurbeln, anders geht es nicht. Und erst wenn das erfolgt ist und wenn die Wirtschaftsteilnehmer sich sozusagen sicher sind, dass die Wirtschaft ganz gut läuft, dann steigen auch wieder die Investitionen der Unternehmen, dann steigen auch wieder ja, der Konsum. Bedeutet das, was wir gesehen haben, was Beck auch immer wieder anführt, dass also die Unternehmen zu Nettosparern werden. Damit kann man eigentlich, das ist natürlich katastrophal und das kann man nur ändern, ja, indem man halt auch wieder eine vernünftige Wirtschaftspolitik macht. Besonders extrem sieht man das tatsächlich auch in Italien. Dort sind die Unternehmen im Laufe der Mitgliedschaft in der Eurozone immer mehr in die Nettospararposition geraten und sparen mittlerweile über 5% des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr. Das heißt, alleine um die Nettospararposition der Unternehmen auszugleichen, müsste der italienische Staat sich jedes Jahr um 5% des Bruttoinlandsproduktes verschulden und würde damit die Maastricht-Grenze schon reißen. Also mal abgesehen davon, dass der absolute Schuldenstand von Italien bei über 130% des Bruttoinlandsproduktes die Schuldenregeln von Maastricht sowieso bricht. Also Italien ist das perfekte Beispiel für das ja, Scheitern dieser Regeln. Ja, das ist perfekt. Also erstmal deskriptiv sollte man wahrscheinlich bleiben, wie du es gerade gesagt hast. Deskriptiv bedeutet es, wenn also wir haben zwei Quellen, von denen Ausgaben können, private Ausgaben und ja, öffentliche Ausgaben vom Staat. Und wenn natürlich die privaten Ausgaben zurückgehen, dann kann nur der Staat das Ganze ausgleichen. Das ist einfach nur deskriptiv und genau das haben wir in Italien gesehen. Und dann muss man halt überlegen, als nächstes, und da sind wir jetzt sehr weit von entfernt, weil wir schon alleine sozusagen nicht die Möglichkeit haben, als Staat das Ganze auszugleichen, wie schaffen wir es, die privaten Investitionen wieder anzuregen? Und dabei ist sicherlich eine Sparpolitik halt nicht gerade gut bei, weil wenn die Unternehmen nicht unbedingt von dem besten Wirtschaftswachstum ausgehen, dann werden sie deutlich wahrscheinlicher zu Netto-Sparern, deutlich in die defensivere Rolle gedrängt. Das ist dann aber natürlich nur eine Annahme. Aber um überhaupt Wirtschaftspolitik zu machen, ja, braucht man natürlich viel mehr Freiheiten in den Staatsausgaben. Ja, aber es gibt ja ein Beispiel, das sich an diese Schuldenregeln vorbildlich halten konnte. Deutschland. Deutschland hat sie zum Beitritt zur Eurozone nicht erfüllt. Da lag die Staatsverschuldung deutlich über 60%. Und seitdem ist sie kontinuierlich gesunken, bis sie kurz vor Corona unter 60% lag. Jetzt ist sie zwar wieder gestiegen, aber Deutschland zeigt ja eigentlich, dass man sich dran halten kann, oder? Also wenn man jetzt erstmal über diese Regeln spricht, da gibt es natürlich auch noch andere Regeln, wie beispielsweise halt, wie viel exportiert werden darf. Das ist dann wieder eine Regel, gegen die Deutschland verstößt. Also die tollen Deutschen verstoßen auch ganz gerne mal gegen Regeln. Anfang der 2000er haben wir auch die 3%-Regel, glaube ich, verletzt. Wir waren also eines der ersten Länder, die so ein bisschen negativ aufgefallen sind. Insofern, ja, erstmal juristisch oder vertraglich ist Deutschland auch nicht das Vorzeigeland. Und das Zweite ist natürlich, dass der Merkantilismus von Deutschland natürlich fatal ist für die Nachbarländer. Wir dumpen unsere Löhne, wir schaffen uns Wettbewerbsvorteile. Also diese Deflationspolitik seit der Agenda 2010, die führt natürlich gerade dazu, dass die südeuropäischen Länder noch mehr in die Schuldnerrolle reingedrückt werden. Man muss sich vorstellen, Deutschland erzielt über diese Lohnpolitik, über dieses Lohndumping ja, Leistungsbilanzüberschüsse. Das heißt, wir bekommen Geld von Südeuropa, sozusagen jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt. Und das Geld muss natürlich irgendwo herkommen. Das bedeutet, wir zwingen natürlich die Südeuropäer in die Schuldnerrolle, weil Geld entsteht immer durch Schulden. Ja. Also Deutschland ist nicht das Vorzeigeland. Wir verstoßen auch gegen Regeln und wir sorgen dafür, dass die Südeuropäer auch nochmal richtig schön gegen die Regeln verstoßen müssen, weil anders geht es nicht.
Ja, aber Deutschland hält sich an die Maastricht-Regeln und das ist, glaube ich, der Punkt. Diese Maastricht-Regeln sind ein Anreiz, eben so eine merkantilistische Politik zu betreiben und das Ausland zum Nettoschuldner zu machen. Also diese Maastricht-Regeln bieten quasi einen Anreiz dazu, so ein Lohndumping zu betreiben, wie es Deutschland gemacht hat. Das sieht man aktuell auch bei der neuen Regierung in Italien oder in Frankreich. In Frankreich wird gerade das Renteneintrittsalter eingehoben. Und wozu wird das führen? Dass die Menschen länger arbeiten und sich das Angebot an Arbeitskräften erhöht, ohne dass sich die Nachfrage erhöht. Das übt Druck auf die Löhne aus. Ein höheres Renteneintrittsalter übt Druck auf die Löhne aus. Und das ist die Strategie der französischen Regierung. Das Stückkostenwachstum hat sich seit Macrons Amtsantritt extrem abgeschwächt. Und wie gesagt, das Gleiche sieht man jetzt mit der neuen, rechten Regierung in Italien. Sie hat die Arbeitslosenversicherung mal eben gestrichen. Also dieses, es hieß bedingungsloses Grundeinkommen, aber es war im Grunde genommen sowas Ähnliches wie das deutsche Hartz IV. Das wurde in Italien jetzt einfach wieder gestrichen. Eben damit man die Leute dazu zwingt, jede Arbeit anzunehmen, damit dort auch die Löhne sinken. Frankreich und Italien versuchen also gerade, die deutsche Strategie zu kopieren. Oder wie siehst du das? Ja, also dazu, natürlich, wenn ich jetzt so ein Regelkorsett habe und das als ja, national denkender weiß, dann weiß ich natürlich, dass ich meiner Nation zumindest ja, in Sachen Arbeitslosigkeit helfen kann, indem ich halt klar die Löhne dumpe, versuche Leistungsbilanzüberschüsse zu erzielen und sozusagen die Schuldnerrolle bei den anderen zu suchen. Das ist national betrachtet eine Strategie, die natürlich, wenn die Regeln eine Rolle spielen, klar, dies funktioniert. Dazu führen die Regeln unmittelbar. Nur natürlich, wenn man das sich anschaut, ist natürlich ein relatives Konzept. Ich versuche meine Löhne zu dumpen. 19 Länder versuchen ihre Löhne zu dumpen. Natürlich gibt es da immer gleich viele Gewinner und Verlierer, beziehungsweise insgesamt, wenn die Löhne gedumpt werden, gibt es natürlich mehr Verlierer als Gewinner, weil ja, wo soll die Nachfrage herkommen, wenn insgesamt die Nachfrage gedrückt wird? Ne? Das heißt, das Ergebnis insgesamt ist Deflation, wenn die Löhne nicht mehr steigen. Ja, Deflation, fehlende Nachfrage, Wirtschaftsflaute, klar. Da haben wir das, was wir seit der Euro-Krise gesehen haben, warum die Inflation in der Eurozone fast 10 Jahre lang zu niedrig war. Also bis jetzt zur Corona-Krise. Das war der Grund. Die Löhne sind zu langsam gestiegen. Und die Maastricht-Regeln, die haben den Staaten einen entscheidenden Anreiz dazu geboten, so eine Politik zu machen. Ja, als gutes Beispiel vielleicht jetzt hier auch noch Kroatien. Kroatien hat jetzt auch sozusagen als Vorbereitung auf den Euro hat auch jahrelang Deflationspolitik gemacht, weil es sozusagen gar keine andere Möglichkeit gibt, wenn man erfolgreich im Euro sein möchte, in diesem gescheiterten Konzept. Wenn man für sich erfolgreich sein möchte, dann muss man halt diese Deflationspolitik machen, weil wenn die Wechselkurse halt eben fixiert sind, dann führen halt die fallenden Lohnstückkosten automatisch zu Wettbewerbsvorteilen, die nicht über irgendeinen Mechanismus ausgeglichen werden können. Entsprechend, als Kroatien seinen Wechselkurs schon fixiert hatte, haben sie auch richtig schön Deflationspolitik gemacht, Löhne gedrückt, um halt sozusagen erfolgreich im Euro zu sein. Also ein gescheitertes Konzept, was zu diesem Verhalten führt, ist halt einfach der Euro und mit seinen Regeln. Ja, dazu muss man jetzt noch erwähnen, bevor Länder dem Euro beitreten, müssen sie ihren Wechselkurs entsprechend fixieren, entsprechend dem europäischen Wechselkursmechanismus. Also. Ja, genau. So, aber das ist ja ein interessanter Punkt. Liberale sagen ja gerne, ja, diese Regeln, die sorgen dafür, dass die Länder solide haushalten. Aber im Grunde genommen sind diese Regeln nur ein Anreiz zum Lohndumping, ein Anreiz, den anderen zu unterbieten, was gesamtwirtschaftlich in der gesamten Eurozone zu einem niedrigen Wirtschaftswachstum und zu Deflation führt. Und jetzt wollte ich vielleicht zur nächsten Frage überleiten. Wie könnte man das ändern? Wie sehen eventuell bessere Regeln aus? Was würdest du dazu sagen? Bessere Regeln. Also generell ist es halt eben so, dass man wahrscheinlich darüber nachdenken sollte, dass man gar keine wirklichen Defizitregeln festlegen kann. Weil man kann halt die Zukunft kann man nicht prognostizieren. Man guckt in die Vergangenheit und denkt, dann weiß man auch, was in Zukunft ist, aber niemand weiß, was in Zukunft sein wird. Also klar, bei einer überhitzenden Wirtschaft, da erzielt man mal eine kurze Zeit einen Überschuss.
Aber wenn wir eine große Krise haben, dann brauchen wir auch ein großes Defizit, dann brauchen wir Staatsausgaben. Wenn wir es nicht hinbekommen, die privaten Investitionen anzuregen, dann brauchen wir Staatsausgaben. Und das kann niemand prognostizieren, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Entsprechend können wir halt auch keine Regeln von vornherein festlegen, weil die Zukunft sozusagen zeigen wird, was es für Staatsausgaben braucht. Und genau das ist ja die Diskussion, die gerade geführt wird. Welche Regeln gelten, sobald die Maastricht-Kriterien wieder eingeführt werden? Die EU-Kommission hat sie mit der Corona-Krise ausgesetzt, aktuell bis 2024. Und jetzt ist die Frage, welche Regeln sollen danach gelten? Der ESM hat den Vorschlag gemacht, den absoluten Schuldenstand des BIPs, der zu erfüllen ist, auf 100% zu erhöhen. Also von 60% auf 100%. Was hältst du davon? Ja, ist halt genauso willkürlich. Ja. Also in einer dynamischen Wirtschaft ist jede Regel, die man sozusagen auf den Punkt festlegt, komplett willkürlich. Ist einfach geraten. Also wenn ich jetzt 200% sage, ist immer noch geraten. Irgendwann werden Länder auch über 200% sein. Ich kann auch 300% sagen, ist genauso geraten. Also das ist alles geraten. Vor allem aktuell sind die Unternehmen ja Nettosparer und wir sehen in allen Industrieländern, dass sich dieser Trend eher verschärft und nicht, dass er sich umkehrt. Das bedeutet, wenn die Wirtschaft nicht schrumpfen soll, dann müssen die Staaten jetzt erstmal weiter Schulden machen. Ja, also wenn wir im Euro bleiben, wenn wir weiterhin Deflationspolitik überall sehen, wenn wir die Nettosparer sehen, dann fehlt die Nachfrage. Die Nachfrage wird immer weiter fehlen, das ist auch klar. Und dann werden die Schuldenberge auch immer weiter steigen und steigen. Dazu wird der Euro führen, weil anders geht es ja nicht. Wo soll die Nachfrage herkommen? Entsprechend kann man, wie gesagt, das kann man nicht jetzt irgendeine Regel festlegen, die ewig gilt, weil es ist dynamisch und ja, solche Regeln festlegen kann man überhaupt gar nicht. Das ist die Arroganz von vielen Wirtschaftsexperten, die also denken, sie könnten irgendwas prognostizieren und irgendwelche Zahlen festlegen. Das ist einfach unmöglich. Ja, und ich meine, dieses Phänomen, dass die Unternehmen Nettosparer sind, das sehen wir auch in anderen Teilen der Welt. In den USA sind die Unternehmen seit der Finanzkrise Nettosparer, in Japan seit den 90er Jahren. Das bedeutet, die Staaten mussten sich auch dort immer mehr verschulden, um diese Nettosparerposition der Unternehmen auszugleichen. Und in Japan sind die Staatsschulden mittlerweile weit oberhalb von 200% des Bruttoinlandsproduktes. Eben weil der Staat sich dort immer weiter verschulden musste. Also es sieht im Moment nicht so aus, als dass sich diese Position der Unternehmen umkehren würde. Und solange das so ist, ist es sowieso, ja, ist jede Defizitgrenze, egal wie hoch man sie setzt, nur eine Frage der Zeit, bis sie überschritten wird. Auch diese 100%, damit hätte man sich dann ein bisschen Zeit gekauft und in ein paar Jahren würde die dann wieder von fast allen Ländern gerissen werden. Jedenfalls solange die Unternehmen Nettosparer bleiben, solange sich das nicht ändert. Ja, genau. Also zu Japan kann man ja auch noch sagen, wenn man sich in Japan halt eben die Lohnentwicklung anschaut. Bei Japan kenne ich jetzt nur die großen makroökonomischen Daten, aber das reicht ja schon mal, um einige Aussagen zu treffen. Also in Japan ist die Lohnentwicklung ja auch katastrophal. Viele Jahre Deflation. Die Nachfrage, die private Nachfrage bleibt dadurch natürlich auch weg, wenn die Löhne sich katastrophal entwickeln. Entsprechend wird der Staat dadurch alleine schon in die Schuldnerrolle gedrückt, dass die Nachfrage, die private Nachfrage halt einfach nicht steigt. Wo soll die herkommen, wenn die Leute nicht mehr verdienen? Also wenn man es nicht schafft, eine vernünftige Lohnpolitik zu machen, dann muss der Staat das immer ausgleichen über seine Nachfrage, die über seine Ausgaben, über seine Geldschöpfung halt eben erzielt. Ja, und da man nicht prognostizieren kann, schaffe ich eine vernünftige Lohnpolitik zu machen, werden die Unternehmen plötzlich wieder mehr investieren, werden sie die Nettosparerrolle verlassen. Da ich das all das nicht prognostizieren kann, muss ich gar nicht erst versuchen, irgendwelche Defizitregeln zu raten. Ja, da hast du völlig recht. Aber was für Regeln sollte man denn sonst machen? Also es kommt ja dann von einigen ja, Ökonomen das Argument, wenn die Länder nicht durch Defizitregeln dazu gebändigt werden, nicht zu viele Schulden zu machen, dann verschulden sie sich endlos und es gibt eine Rieseninflation. Wäre das denn realistisch, wenn man die Defizitregeln komplett abschaffte, dass das in der Eurozone passierte? Ja, was soll das? Das ist irgendwie auch so, keine Ahnung. Wir haben ja trotzdem noch den politischen Druck. Ja, das heißt, wenn jetzt ein Land tatsächlich damit auffallen würde, dass es übertrieben hohe Schulden anhäufen würde, dann würde es erst einmal dazu führen, dass das Land eine höhere Inflationsrate hat als die anderen Länder, würde also an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen.
würde die Nachfrage, die anderen Länder sozusagen noch mit Nachfrage versorgen, würde Leistungsbilanzdefizite erzielen. Und das ist auch keine Strategie, die jetzt ein Land ewig weiter fortsetzen kann. Schon allein aus dem Grund, weil man halt nicht ewig Leistungsbilanzdefizite machen kann. Also der Euro ist für mich, wie gesagt, eh ein gescheitertes Konzept. Man kann immer darüber reden, wenn wir jetzt die Regeln abführen, was machen da, abschaffen, was machen dann die Länder? Es gibt immer den politischen Druck im Euro. Insofern halte ich das eigentlich auch nur für Blödsinn. Also man muss sich vorstellen, wir haben keine Regeln, aber wir haben ja trotzdem noch den politischen Druck. Und wenn ein Land damit ausfällt, jetzt wirklich die Schuldenkanone rauszuholen und viel zu viel auszugeben, das würde der politische Druck schon alleine regeln. Oder was sagst du dazu? Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Ich nenne dieses Argument nur, weil ich es in Diskussionen schon häufiger mal gehört habe. Ja, könnte man diese Defizitregeln eventuell durch Regeln zur Entwicklung der Lohnstückkosten ersetzen? Also, dass die, dass in der Eurozone vorgeschrieben wäre, dass jedes Land seine Lohnstückkosten um 2% pro Jahr steigen lassen dürfte. Wer es langsamer steigen lässt, der muss eine Strafe zahlen. Und wer es schneller steigen lässt, der hat ja sowieso seinen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Also der hat ja sowieso schon einen Nachteil dadurch. Ja, das ist sehr interessant. Also im Modell wird das ja beispielsweise von Flassbeck vorgestellt, die goldene Lohnregel, gepaart vielleicht mit der Idee, dass alle Länder ungefähr eine Leistungsbilanz von null aufweisen. Das würde natürlich im Modell würde das funktionieren. Das würde einmal bedeuten, dass alle Länder eine angemessene Lohnentwicklung haben. Eine angemessene Lohnentwicklung für ein Land sieht aus, wie du es gerade beschrieben hast. Die Löhne steigen um die Zielinflation 2% plus die Produktivitätssteigerung, sodass alle auch davon profitieren, dass sie produktiver werden. Das Ganze führt auch dazu, dass natürlich die Nachfrage mit der Zeit steigt, wenn die Leute produktiver arbeiten. Das Ganze auch im Lohn sich widerspiegelt, dann haben sie auch mehr Geld zur Verfügung, mehr Reallohn zur Verfügung. Und gleichzeitig wird es halt eben nicht zu krassen Leistungsbilanzungleichgewichten kommen, weil die Wettbewerbsfähigkeit in allen Ländern sich gleich entwickelt. Ja, das ist ja die Idee, wenn alle Löhne in allen Ländern gleich stark wachsen, ja, dann hat kein Land irgendwie einen Wettbewerbsvorteil, einen Wettbewerbsnachteil durch Lohndumping beziehungsweise durch zu hohe Lohnsteigerung. Also im Modell funktioniert das auf jeden Fall. Jetzt muss man überlegen, ist das Ganze realistisch? 19 verschiedene Regierungen, die alle ihre eigenen Interessen vertreten. Das Ganze ist nicht realistisch. Nee, also das auf keinen Fall. Man müsste ja eine politische Mehrheit für die Änderung kriegen. Aber dass, wenn man so ein System erstmal implementiert hätte, es umzusetzen, das wäre ja schon realistisch. Wir sehen beim Maastricht da, also bei den aktuellen Schuldenregeln ja, dass die Länder trotzdem versuchen, ihnen hinterher zu hecheln. Italien hat fast durchgängig Primärüberschüsse erzielt und es hat der Wirtschaft extrem geschadet und trotzdem hat jede Regierung es immer wieder gemacht. Die erste, die sich richtig dagegen gewehrt hatte, war dann die Regierung aus Fünf Sternen und Lega Nord und die ist dann nach kurzer Zeit auseinandergebrochen. Und selbst die hat sich nicht richtig weitgehend mit der EU angelegt, sondern die hat ein paar Zehntel Prozentpunkte höher ihr Defizit angesetzt, als es die EU sonst erlaubt hätte. Das bedeutet, die Länder streben schon ja, dazu, diese Regeln zu erfüllen, wenn sie erstmal implementiert sind. Na, also das weiß ich nicht. Ich denke halt nur, dass einige Länder schon dann in die Versuchung kommen, ihre Deflationspolitik zu machen, ne, gegen die Regeln zu verstoßen, weil es halt einfach so verlockend ist, diese Leistungsbilanzüberschüsse. Deswegen ist es halt sehr, sehr schwierig, sowas zu implementieren, diese sage ich jetzt mal, Egoismus unter den Ländern. Ich weiß nicht, ob man das einfach so beheben könnte. Aber wenn man es durchsetzen würde und die Länder es halbwegs einhalten würden, dann wäre es natürlich ein Klassikkonzept. Das ist schon mal klar. Das weiß ich gar nicht, ob das so verlockend ist. Also in Frankreich gibt es ja gerade Massenproteste dagegen. Und auch Gerhard Schröder hat die Agenda 2010 in Deutschland ja politisch nicht überlebt. Er wurde 2005 dann abgewählt. Zwar durch eine Regierung, die diese Politik fortgesetzt hat, aber für die Regierung, die so ein Programm umsetzt, ist es vielleicht gar nicht mal so verlockend. Für die wäre es vielleicht besser, wenn es klare Rahmenbedingungen gäbe und sie nicht von ihren Nachbarn übervorteilt werden könnte. Ja, wie gesagt, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man das, den Euro noch mal retten kann. Dann müsste ja erstmal, müsste man ja die Wettbewerbsvorteile müsste man doch vorher erstmal aufheben. Ne?
Also wenn wir jetzt über das Konzept reden und wir würden das heute umsetzen, dann hätte Deutschland ja weiterhin seinen riesigen Wettbewerbsvorteil. Das heißt, das müsste man ja erstmal aufheben, ne? Die Lohnstückkosten müssen sich alle so annähern, dass die Leistungsbilanzen ungefähr ausgeglichen werden. Das ist ja klar. Sonst Ja, würde so ein genau. Das Konzept heißt, ja gar keinen Sinn ergeben. in Deutschland hätten wir erstmal einige Jahre höhere Lohnsteigerungen, in anderen Ländern die 2%. Ja, und das sehen wir übrigens jetzt schon. Also zwar nur in sehr geringem Ausmaß, aber in Italien beispielsweise, da wachsen die Löhne schon langsamer als in Deutschland und in Frankreich auch. Weil diese Länder, wie schon gesagt, versuchen, diese deutsche Strategie zu kopieren. Und in Deutschland seit den 2010er Jahren die Löhne wieder ganz schwach beginnen zu steigen. Und bei diesem noch viel schwächeren Lohnwachstum in Italien oder Frankreich, da schließt sich diese Schere langsam wieder. Das ist aber in der Geschwindigkeit, wie es aktuell passiert, ja, viel zu langsam. Und in Osteuropa bauen sich neue Ungleichgewichte aus, weil beispielsweise in den baltischen Staaten die Löhne viel zu stark steigen. Aber ich glaube, das zu thematisieren, das wäre eine eigene Folge. Das möchte ich jetzt Ja, nicht vertiefen an dieser das. Stelle. Ja, aber wie gesagt, die Länder machen das ja aktuell gerade halt, um diese Wettbewerbsposition wieder zurückzugewinnen. Wenn man jetzt Deutschland, also wenn man jetzt alle 19 Länder sind es ja im Euro, wenn man jetzt, und da sind natürlich noch mehr Länder dann beteiligt, die dann auch ihren Wechselkurs noch gebunden haben und so weiter. Aber jedenfalls, wenn man die jetzt an den Tisch setzt, wie viele Länder wären denn deiner Meinung nach für so ein Konzept? Also Deutschland ja schon mal auf jeden Fall nicht. Die Niederlande auch nicht. Österreich Ja. wahrscheinlich, obwohl Österreich hat jetzt eine ausgeglichene Leistungsbilanz, aber die wahrscheinlich auch nicht. Ja, die ganzen nordeuropäischen Staaten nicht. Also eine politische Mehrheit ist im Moment unrealistisch. Aber wenn es in einigen wichtigen nordeuropäischen Ländern Regierungswechsel gäbe und die Regierung dort dazu bereit wäre, neue Regeln zu verhandeln, dann würden sich die Südeuropäer nicht dagegen stellen, weil die es ja aktuell sind, die unter diesen Regeln leiden. Das heißt, selbst wenn da eher neoliberale Regierungen wären, würden die sich dagegen wahrscheinlich nicht wehren. Ja, wie gesagt, das weiß ich nicht, wie Also realistisch das das ist ist. eine politische Einschätzung, das ist jetzt. Das ist eine politische Einschätzung, genau. Naja, also mit diesen eher trüben Aussichten würde ich das Gespräch jetzt eigentlich schließen. Ja, dann schließen wir es mal mit trüben Aussichten. Dann, ciao. Ciao.